Pessach ist einer der wichtigsten jüdischen Feiertage überhaupt. In Pessach geht es um den Bündnis zwischen Juden und Gott. Sehr große Geschichte, 3000 Jahre her, wie der Auszug aus Ägypten lief, dass Gott durch Moses die Juden befreit hat und dann durch die Wüste Richtung Israel geführt hat. Und deshalb ist es uns so wichtig, weil das ist unser quasi Raison. Und das erzählen wir von Generation zu Generation. Pessach bedeutet Freiheit, Friedens und Frühling, weil das ist zur Zeit der Frühling gefeiert wird. Genau wie alle jüdische Feiertage, wir sitzen rum um einen Tisch und essen. Es geht immer um Essen irgendwie. Wir singen, wir sagen ein paar Gebete. Wir sitzen um einen Tisch und erzählen Haggadah. Haggadah ist die Geschichte von Pessach. Es geht im Pessach um, dass jede Generation wird erfahren, wie die Juden aus Ägypten durch Gott, durch Moses geführt wurden, gerettet von Sklaverei und zu Israel geführt wurden, durch die Wüste vor 40 Jahren. Das ist eine sehr traurige Geschichte und deshalb ist es etwas, das wir am Pessach quasi ein bisschen leiden müssen. Da müssen wir diese diverse Sachen essen, die quasi ein bisschen das Leid der Juden bedeuten. Es gibt diese Matzot, das ist ein besonderes Brot. Wie die Juden zu jener Zeit konnten nicht so lange Brot backen. Sie mussten ganz schnell was zusammenbasteln. Meiner Meinung nach, das schmeckt nicht so ganz. Aber es gibt auch andere Arten von Essen, wie zum Beispiel Maror. Maror ist wie Meertisch, aber das ist sehr scharf. Also das ist auch ein Teil von Leid. Man muss was Scharfes essen. Aber das ist nicht der Haupt. Natürlich, man isst ganz normale Sachen. Aber nebenan, wenn man die Gebete sagt, man isst diese Sachen. Jesus hat in das letzte Abendmahl ein Pessachseder gefeiert mit seinem Kumpel. Jesus war Jude und am Tag danach wurde er getötet. Und deswegen ist Pessach und Ostern so nah aneinander, weil es zeichnet dasselbe Zeit. Für mich, das ist ein Zeichen auch für den Bündnis zwischen Christen und Judentum, genau wie Pessach zeichnet den Bündnis zwischen Gott und Juden. Also wir sind alles verbunden, kann man das so sagen.